Der hält dich hier, pass mal auf, du. Ja, moin. Ich kann nämlich nicht schieben, du. Wie früher im Kinderwagen, Leute. Moin erstmal. Das ist schon ein bisschen größer geworden, ne? So. Shot auf, ich muss ansteigen. Shot auf hier. Mann. So, Flachmarken hier. So. Hält das unbeschlingen. Ja. Komm, ich hätte jetzt auch noch wie so eine Dame in der Hand nehmen können. Ja. So, mal die Klappe wieder zu. Ja, das kriegen wir hin. Hier rein. Ist ja den ganzen Anhänger weg, doch. Ja, so, Leute. Den haben wir vor 4 Wochen, gute 4 Wochen, den haben, ja, haben wir den mal bestellt. Da sind wir einfach mal zu den Kollegen hingefahren. Zack, und das liebe ich ja immer gleich. Ne? Das, so will ich den haben. Hochlader, der ist jetzt 1,40 Meter breit. Und Petra, du kannst da mal eben hinfilmen. Das ist eigentlich das Haupt, wo der hinterläuft, hinter unser Quad. Wenn man so Kleinigkeiten holen, ja, ne? Wo man ein paar Bäume nachpflanzen oder eben mal irgendwo hin. Und was ich schön finde, du kannst ihn auch mal so hinterm Auto mitnehmen. Und auch beim T4, wenn du mal was hast, ne? Genau. Willst du eben was transportieren. Und das Tolle ist ja, ja, das ist jetzt ein neuer gewesen. Bis 750 Kilo hast du 3 Jahre TÜV erstmal, da hast du dann auch Ruhe. Ja, was gefällt uns noch? 100 km/h Zulassung. Ja, gestern habe ich den kleinen Süßen hier geholt. Und ja, Mensch, du, da war gleich hinten der Aufkleber ab, ne? Hinten haben sie Plastik angeklebt. Und hier vorne, Petra, ein schönes Blechschild, so wie das früher beim Fahrer war. Ordentlich, ne? Schön angeniedet. Ja, das verstehe ich dann nicht, ne? Ja, ich habe den Kollegen schon mal eine kleine WhatsApp-Nachricht gegeben. Ich denke mal, er macht das auch. Ja, das wird schon klappen. Ja, ja, ich denke, das ist ein schönes Ding für einen Hof. Auch gerade beim Quad, da wird er oft angebaut, denke ich mal, ne? Ja, was ich schön finde, du hast an den Seiten diesen Radkasten nicht mehr. Du kannst das Schott an der Seite schön runter machen. Ach, hier haben wir noch so eine Zorpunkte, ne? 4 Stück. Ja, wir können noch mal eben nach hinten gehen. Sieht man das, oder soll ich mal eben zum Licht drehen? Zum Licht eben hinbringen, ja, mit ihm vorn schön. Natürlich ein ordentliches Kennzeichen gleich. Ja, gestern beim Verkehrsamt, das hat auch super geklappt. Und ja, so ein Wunschkennzeichen kostet ja immer einen 10er mehr, ne? Aber das macht man auch gerne. Ist einfach so, ne? Ja, den Aufkleber, den hat Michi dann noch vorm schön rangebracht. Ja. Ja, gerade konntest du ihn ja nicht kleben, ne? Muss ja, denn wo willst du ihn hier gerade hinkleben? Ja. Was ich hier beim Humbauer gut finde, ich kann das eben noch mal demonstrieren. Das sind diese schönen Klapphaken, ne? Wenn, muss noch mal einen kleinen Schluck Öl ran. Aber ihr kennt ja auch die anderen, die so reinfassen, ne? So einen Anhänger hatten wir früher schon mal. Die sind schnell so fest, ne? Ja, und du hast ja auch Dreck und Schieb, kommt da auch mal ran. Und der muss das funktionieren, ne? Was ich auch schön finde, hier so ein kleines Splint vor. Du kannst das Schott auch mal ruckzuck rausnehmen. Du kannst ja alles abbauen, auch die Eckung. Und ja, muss ich wirklich sagen, so einen kleinen handlichen Anhänger im Hof, ne? Früher hat man gesagt, schöne Milchkarre. Ja, aber du kannst hier auch mit auf die Straße rauf, ne? Ja. Ja. Das ist das, ja. Das ist so. Ja, das ist der Anhänger. Eyes, think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Jetzt wollten wir ja nicht nur über einen Anhänger ein Video machen, das ist ja ein bisschen kurz. Jetzt wollten wir auch noch mal eben über Hofvortage reden, 2019. Was haben wir so gesehen? Viel Neues, was mich jetzt irgendwie ins Auge gefallen ist, habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Ne? Also was war neu für dich? Was war jetzt, wo du sagen musst, was soll ich sagen neu kannst? Machen? Ich durfte ein paar Apfelsorten probieren, das war neu für mich. Ja. Und da waren auch viele Sorten bei, die wirklich schön geschmeckt haben. Und da wollen wir auch hoffen, dass sie sitzen. Denn das ist ja auch mal was Tolles, wenn wir mal eine neue Sorte zu kriegen. Nein, aber sonst, Michi, ja, so viel Neues. Was immer schön war, das Klönen, auch wirklich gutes Feedback bekommen. Ja, muss man sagen. Das fand ich toll. Da sagen wir nochmal Danke an dieser Stelle. Ja, wir sind sonst auch schon mal 2 Tage hingefahren. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, komm, ein Tag reicht. Ne? Ja, die wichtigsten Stellen haben wir alle abgearbeitet. Ja. Wo man mit schnacken wollte und alles.
Ja. Ja, dann hatten wir ja noch eine andere Geschichte, Michi. Willst du da mal mit anfangen? Ja, wir waren dann bei der Firma Kubota, haben uns da einen Raupen-Kubota, oder wie soll man sagen, der hatte hinten diese Raupen drauf und vorne normale Reifen. Und muss man das vielleicht auch mal anders anfangen. Wir hatten ja, die das jetzt nicht wussten, vor einem Jahr hatten wir so Videos gemacht, wo wir den John Deere, den Kubota und dann halt unseren Vario verglichen haben. Beziehungsweise wir haben das Video Test genannt. Und das ist natürlich ein bisschen falsch gewesen. Einen Test können wir nicht machen, dann müssten wir immer genau das Gleiche mit jedem Träger machen, genau den gleichen Luftdruck oder weiß ich was. Ja. Eigentlich hatten wir nur unsere Meinung gesagt. Und da wurden wir ja gleich total, das Video muss raus und alles. Haben wir denn auch gemacht? Haben wir auch gemacht. Und der Kubota war damals auch, glaube ich, nach dem Vario, das war ja auch klar. Ja, das war gleich der Beste, ne? Der war echt gut. Wir haben auch eigentlich wenig Schlechtes gesagt. Ja. Also was. Ja, fand ich auch gut. Und selbst der Kollege, wo wir den Vorführträger her haben, der sagte, Mensch, das war ja ganz ordentlich, ne? Und dann kriegen Michi und ich da Wind von vorne. Ja, wir wollten eigentlich für euch diesen Raupen-Kubota mal zur Vorführung haben, dass ihr den auch mal seht, weil kommt man ja sonst nicht so ran. Ja. Und da haben wir uns gedacht, können wir ja mal machen. Und dann haben wir nachgefragt da am Stand und dann hieß das sofort, nee, ihr müsst sofort hier einen schriftlichen Vertrag auflegen, genau, dass da kein Foto, Video ins Netz kommt. Und da ging bei uns ja auch schon gleich. Ja, da ging die Lampe. Haben wir gleich gesagt, auch den brauchen wir nicht. Michi und ich haben uns nur angeguckt, alles klar, dann geht der Daumen nach unten. Ich fand's schade, der Kollege sagt da, jo Mensch, du, heute Morgen war echt gut, alles gut. Wir bewerten unseren Kubota und der ist ja auch wirklich gut, unser Kubota, der 60-40. Ja. Der macht ja wirklich Schweinearbeiten bei uns im Betrieb und er macht das auch gut. Aber ich denke schon mal, dass wir auch einen kleinen Anreiz geben, dass die Leute da auch mal hingehen. Denn Kubota ist auch in den Zulassungszahlen top geworden und die Träger, die sind ja auch nicht scheiße. Ja, das soll jetzt nicht so klingen, dass das durch uns ist, komplett war. Aber nein. Ich denke mal schon, die unseren Kanal gucken, die haben sich auch gedacht, boah, hier, Radatz, der hat auch so ein Kubota, lass uns den mal angucken. Mal angucken, ne? Und wir haben ja auch einen Berufskollegen, der hat zwei Stück genau die gleichen wie unsere gekauft, weil er den bei uns testen konnte. Ja, konnte den bei uns testen mitgefahren und dann sagte er, Mensch, würdest du ihn wieder kaufen? Jo, würde ich machen. Ne? Ja. Für die Arbeiten, die er machen soll. Aber wenn man denn sowas hört, dass... Wenn ich das denn von so einer Firma höre und das im Nachhinein, nach einem Jahr, ne, dann hätte man auch auf Deutsch gesagt, gleich die Fresse aufmachen können. Ne? Ja. Dann wäre das aber sowas, das schmeckt mir nicht, wenn ich sowas auf der Messe so höre. Das ist so, wir sagen ja auch, dass das vielleicht falsch gemacht worden ist, das Video. Ja. Du kannst den Vario, da brauchst du auch nichts sagen, den kannst du halt einfach nicht vergleichen. Wir hätten das jetzt so gemacht, weil wir aus den Fehlern gelernt haben. Wenn wir den Kubota gekriegt hätten, dann hätten wir den hier hingestellt und neutral. Dann wäre der komplett nur der Träger und der wäre auch so bewertet worden. Ja. Dann wäre nicht gesagt, das ist beim Fan besser oder aber so, dann wäre nur der Träger bewertet worden. So hätte Kubota das auch sagen können, wenn man das. Aber da war ja gleich Schotten zu. Ja. Gut, ich finde das eigentlich immer schön, wenn Berufskollegen mit Produkten arbeiten. Es gibt auch Firmen, die finden das total toll. Ja, Da sind wir auch angesprochen worden. Mensch, würde die auch die und die Maschine mal vorstellen und das mal machen. Also es gibt auch ein anderes Feedback. Ne? Ja. Aber das wollten wir einfach mal so eben mal von der Seele loswerden, denn ich denke mal, dass euch das genauso geht, wenn du da bums angepudert wirst. Ne? Dann sagst du dir auch, komm, geh weiter. Wir wollten ihn ja auch nicht haben, Sag mal. Da stellst du dir auch schon die Frage, nein, den kannst du auch verkaufen. Nein, dann soll man auch Eier in der Hose haben. Das ist so. Naja, das wollten wir jetzt mal sagen. Aber sonst war schön, ne? Doch, sonst war eigentlich schön. Ja, schön gegessen. Da gibt es ja überall was zu mümmeln, ne? Ich fand das ja auch geil, auf dem Elbow-Stand, ne? Schön Fürstchen, Frikadellen, ne? Wir haben uns ja richtig wohl geführt, ne? So. Ja, herrlich, du. Ja, muss man sagen, also die meisten, die wir getroffen haben, die waren auch gut zu Wege. Ja. Ich finde das auch immer schön, du merkst das auch bei den Kollegen, ja, die mit einem schnacken wollen, die halten dann auch mal richtig an. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen, moin, geh weiter. Das gibt's auch. Aber das ist normal im Leben. Gut. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Video. Ja. Wollen wir mal sehen, was noch so kommt. Ja, ich denke, der Umbauer wird laufen. Denke ich auch. Aber so einen kleinen handlichen Hänger, das geht den meisten Betrieben ja so. Du brauchst ja eigentlich nur eben, wo du mal locker was raufpacken kannst. Ja, und viel größer darf da auch nicht sein, wenn man da nochmal hin zeigt. Die Kombination, das ist ja so eigentlich auch.
Chill, mit dem Schmatt und dem Meiner. Ja, Michi ist da gestern schon mal mitgefahren, also das passt gut zusammen. Da steht auch alles mit dem Stützrad und so. Ja. Ja, so einen Adapter müssen wir noch mal haben, ne? Du darfst ja sogar mit dem Quad und den Anhänger auf die Straße fahren. Ja. Das funktioniert ja auch, ne? Von 13 auf 7, ne? Ja, ja. Den anderen Adapter haben wir, ne? Ja, aber den bringt uns jetzt nichts, ne? Nee, kannst vielleicht bei Ali umtauschen, aber... ja. Also, ja, geiles Ciao. Wetter hatten wir heute. Ach so, du willst auch was sagen. Er sagt schon Ciao. So, Leute, wir wünschen euch einen wohlverdienten Feierabend. Genau. Na? Ja, oder was ihr... Ich weiß ja nicht, wann ihr das guckt. Könnte auch sein, dass ihr gerade frühstückt. Ja, oder ja. Frühstücken oder irgendwas. Ich weiß, dass ich heute Abend noch zum Kranzbinden gehe. Das ist auch herrlich. Na, ab und zu gibt es ja noch einen Lücken. Oder wird auch was Neues gewahrt. Ne? Alles kommt ja auch nicht immer per WhatsApp. Ne? Ist auch gut so. Das ist auch gut so, ja. Ne? Ja, früher sind die Leute mehr in die Kneipe gegangen. Ja. Also. Schön. Bis demnächst. Ciao. So, ciao.